In der heutigen Newsfolge geht es um: Darum funktionierte das DRS in Abu Dhabi nicht, wird die Motorenentwicklung nach 2021 eingefroren, Leclerc erhält Strafe in Abu Dhabi. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. In Abu Dhabi mussten die Piloten nach Rennstart statt der üblichen 2 Runden ohne DRS 17 Runden ohne DRS auskommen. Das Problem ist eine einfache Erklärung. Der Datenserver für das DRS ist abgestürzt und die Rennleitung hat es sofort deaktiviert. Es hat dann eine Zeit lang gedauert und mit einem schnellen Reset war es nicht getan. Rennleiter Michael Masi erklärte, dass es bei jedem Backup-System einen Überhang gibt. Als es wieder da war und auch stabil lief, wurde es wieder freigeschaltet. Dieses Problem hat die Formel 1 in Zusammenarbeit mit der FIA gelöst. Die 4 Motorenhersteller der Formel 1 haben sich gegen das Einstellen der MGOH-Einheit im Jahre 2021 ausgesprochen. In dem Jahr werden die Motoren von der Leistungsspanne her nah beieinander sein, als es jetzt der Fall ist. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sprach sich für das Einfrieren von Teilen aus, weil das dann nur noch für ein geringes Leistungsplus führen würde und für die Nachhaltigkeit positiv wäre. Auch die Prüfstandbenutzung wäre weniger als jetzt. Man wolle die Kosten so weit es geht senken, wo sich Honda interessiert zeigt, jedoch sind Mercedes und Renault sich nicht einig. Sie stimmen zwar zu, dass die Hersteller sich annähern werden, aber sie sind sich uneinig wegen der bestehenden Unterschiede. Mercedes-Teamchef Toto Wolff glaubt, dass die Entwicklungsschritte kleiner werden, während Renault-Teamchef Cyril Abiteboul das Gegenteil behauptet. Noch vor dem Abu Dhabi Grand Prix bekam Ferrari am Boliden von Charles Leclerc möglicherweise Ärger, denn FIA-Technikchef Joe Bauer bemerkte, dass bei Leclercs Boliden etwas nicht stimmt. Ferrari hat nämlich mehr Kraftstoff in den Boliden getankt, als man der FIA mitteilte. Seit gestern Abend steht das Urteil fest. Die Scuderia ist um 50.000 Euro ärmer, aber der Monegasse darf seinen 3. Platz behalten. Die Begründung des Stewards war nach 3 Stunden nach Rennende folgende. Die technische Richtlinie TD1419 besagt, dass die Teams die Spritmenge bekannt geben müssen, dass sie in Auto XY einfüllen. Es wurde ein Unterschied von 4,88 Kilogramm gemessen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das DRS jemals während eines Rennens ausgefallen ist. So ein Vorfall kann durchaus mal passieren. Bisher habe ich zu den Motorenkomponenten noch keine wirkliche Meinung, was sich aber noch ändern kann. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was Ferrari angeht, sorry, aber Regeln sind Regeln. 50.000 Euro als Strafe ist eigentlich sehr gnädig, wobei ich mit einer härteren Strafe gerechnet habe. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Len Me. Er fragt: Wie findest du den neuen Williams-Fahrer? Nicolas Latifi ist in meinen Augen ein erfahrener Formel-2-Fahrer, der nach 3 Jahren die Formel 2 verlässt und zu Williams in die Formel 1 wechselt. George Russell und er können Williams irgendwie mit ihrem Know-how da unten rausholen. Wird zwar schwer und wird zwar noch ein bisschen dauern, aber ich bin davon überzeugt, dass der Tag X kommen wird. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18:30 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.